Auftritt eines Weltmeisters. Sami Khedira zurück in seiner Heimat. Der Mittelfeldmann von Real Madrid auf Kurzbesuch in Stuttgart. Grund sein soziales Engagement. Mit seiner Stiftung organisiert Khedira ein Freundschaftsspiel mit vielen Stars und Nachwuchsspielern. Doch wo man schon mal so einen prominenten Nationalspieler zu Gast hat, war auch der VfB ein Thema. Das tut mir unheimlich weh, auch sowas zu sehen. Aber ich glaube, der VfB ist auch so gut aufgestellt und weiß genau, wie sie auch handeln müssen, dass sie auch wieder aus dieser schwierigen Situation rauskommen. Sami Khedira, in Stuttgart zum Nationalspieler gereift, seit 2010 bei Real Madrid unter Vertrag. In Spanien durchlebt er gerade eine schwere Zeit, oft verletzt, seine Zukunft bei den Königlichen ungewiss. Grundsätzlich bin ich auch nicht abgeneigt, über die Saison hinaus bei Real Madrid zu bleiben. Aber da gab es noch überhaupt keine Gespräche mit irgendwelchen anderen Vereinen, sondern da konzentriere ich mich momentan wirklich auf die tägliche Arbeit mit meinem Verein. Im Moment muss Khedira wieder mal pausieren. Im Pokalspiel unter der Woche hat er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Es war auch ein Risiko, hierher zu kommen, aber ich wollte das unbedingt machen, so Khedira. Bis Freitag will er in Stuttgart bleiben und sich im Kreis seiner Familie ganz erholen.